letzten Checkpoint laden. Okay, da sind wir mal gestorben. Fand es jetzt aber echt nicht so schwer. Ich hoffe echt, der Checkpoint ist jetzt nicht irgendwie wieder am Anfang. Okay. Versuchen wir mal die nicht tödliche Route benutzen. Fließen. Naja, dauert mir zu lang. Von wo? Oh, scheiße. Dieses Überhitzen ist halt echt nervig. Okay. Also langsam komme ich... Ja, okay. Ich brauche auf jeden Fall immer... Ich brauche viel mehr Munition irgendwie. Guck mal, hier ist doch ganz schön viel. Kommen wir eigentlich auch woanders raus? Nutzen wir mal die Gelegenheit. Ja, ja. Oh, scheiße. Okay. Okay. Komm schon, wir. Lass uns verschwinden. Das nehme ich mal kurz mit. Und hier haben wir auch noch ein paar Sachen. So. Okay, wir sind fertig, oder? Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Du kannst ja alles verkaufen. Okay. Können wir nicht? Nee. Schade, schade. Ich dachte, wir können das Auto nehmen. Hey, hier sind noch zwei Sachen. So. Unser erster richtiger Kampf, sage ich mal. Mich hast du hier nicht erwartet. Weißt du, mir gefällt, wie du arbeitest.
sollten wir wiederholen. Wenn ich was sage, dann tue ich es. Ich halte mein Wort. Ich auch. Hab gehört, einer der Flachköpfe fehlt. Muss wohl unterwegs vom Laster gefallen sein. Militech wird ihn nie finden. Angenehme Zusammenarbeit. Sicher das Areal. Geil. Zeit, dass wir abhauen, Karten. Ja, hallo? Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Danke, Jack. Verlässlich wie immer. Wie, Tovi? Aber was ist los mit dir? Alles okay? Ja, will nur klarstellen. Du weißt schon, wir sind ein gutes Team. Mir gefällt, wie wir arbeiten. Mir auch. Mir auch. Hey, sag Dex, dass wir sein Spielzeug geholt haben. Dann lass uns ins Afterlife. Paar Shots trinken. Hey, Luego, wie? Gut. Ja. Ich will mehr mit den Waffen machen. Ha. Okay, so geht das. Okay, jetzt habe ich es auch kapiert. Danke für die Information. Inventar. Sorry, Dex. Erstmal Inventar. Das ist nötig. Das ist wichtiger. Die sind besser, alle besser als meine Waffen. 91. Okay. Ha. Okay. Jetzt mal da rein. Ich habe bisher nur das Katana. Habe ich noch irgendwas, was 85. Die sind tatsächlich wirklich sortiert. Das finde ich schön. Deswegen ist es ziemlich leicht zu sagen, dass benötigt. Vorsicht, das frage ich bei Konstitution 6. Nehmen wir erstmal die hier. Den Rest kann ich ja eigentlich immer verkaufen. Ne? Oh, ich habe neue Schuhe gefunden. Okay. Das gibt Panzerung? Nee. Okay. Gut. Was messt er wie? Ab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war es scheißegal, dass du und Rick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab's dort getroffen. Wir haben einen Deal. Wie haben sie ab? Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Also hast du den Flathead mit Konzerngeld bezahlt? Nein. Dachte mir, dass ich die Eddies selbst gebrauchen kann. Hab mir nur den Bot geschnappt. Einfach so? Nicht einfach so. Mit ein bisschen Gewalt. Bisschen. Du hast echt Eier, Mr. B. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. W. Gut, ich verkaufe erstmal Sachen. Waffen, die ich nicht mehr brauche. Dying Knight. Verkaufen, 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 verkaufen. 85,8. Verkaufen, verkaufen. Brauche ich auch nicht. So, die habe ich ausgerüstet. Die zwei sind. Das kann auch weg. So, die könnte ich mal aufbessern. Die hier behalte ich, weil sie
interesting ist. So. Na, okay, ich habe verkauft. Kann ich hier noch irgendwas verkaufen? Ich habe den ganzen Junk verkauft. Okay, nee, das passt. Die Übergabe haben wir geschafft. Super. Dann können wir... Ich mache mal meine Intelligenz hoch. Und Handfeuerwaffen. So. Ich will jetzt nicht sofort die Hauptmission machen, deswegen gehen wir jetzt erstmal hier rein. Und machen ein paar Nebenmissionen. Und zwar die nächste, die wir haben. Und zwar... Nope. Nein! Zurück! Mission verfolgen. So. Das ist die nächste Mission, die wir machen. Beschaffe den Pink Quick Hack von dem Night Runner. Machen wir. Das ist meine Standardwaffe. Das ist meine eigene, ne? Ja. Okay. So. Dann gehen wir denn mal. Dann gehen wir doch mal zum Netrunner. Au. Vom eigenen Auto überfahren. Auch gut. So, los geht's. Ich freue mich vor allem auf die ganzen Nebenmissionen. Macht ja immer Sinn. Hat ja schon bei The Witcher relativ viel gebracht. Erstens mal, die Hauptmissionen waren dann leichter, sag ich jetzt mal. Als auch gab es immer viel Geld. Oder gibt es relativ viel Geld wahrscheinlich. Vor allem, wenn man viele macht. Jetzt mal gucken. Weniger labern, mehr machen. Deswegen gehen wir einfach mal hier hoch, weil ich bin zu faul, die Treppe zu suchen. So, ich glaube, hier war ich schon mal. Ja. T-Bug schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist wie, oder? Sie wollte, dass ich dir einen Demon gebe. Sollte auf der dritten Generation laufen. Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Ping. Okay. Irgendwas Cooles im Angebot? Ja, wenn du Kohle hast. Ja, Kohle habe ich. Wies Inventar. 7000 haben wir. Kommen wir in die vom Data Mining Dämon. Da, da, da. Okay, das sind die ganzen. Das sind. Den habe ich doch. Den habe ich doch schon. Okay. So. Rüste den Ping im Quick. Ping Quick Hack im. Deinem Inventar aus. Cyberdeck. Ping. Finde ich mit über deinen Direct Link mit dem Zugangspunkt und hacke diesen. Okay, 1C. Und... Hä? What? Wie geht das? Ich habe das mit dem Hacken noch nicht so wirklich raus, irgendwie. Sequenz zum Uploaden.
1C. Wie? Hä? Bin ich so blöd? Warte mal. Ich kapier's irgendwie nicht. Dein Ziel ist es, Zeichen aus der Code-Matrix in die richtige Sequenz auszuwählen, um so das gewünschte Programm in ein Netzwerk hochzuladen. Die ausgewählten Zeichen erscheinen hier und bilden eine Sequenz. Diese Liste zeigt alle Daemons. Wähle ein Zeichen aus der hervorgehobenen Liste, Reihe oder Spalte aus und drücke F, um es in den Puffer zu bewegen. 1C. Ich verstehe es nicht. Hä? Bitte was? Ich habe 9 Sekunden. Ich muss 1C und 55. So. Bitte was? Ich verstehe das halt wirklich gerade nicht. Egal was ich mache, es funktioniert irgendwie nicht. Ausklinken, warte mal. Der hat noch irgendwo anders hingezeigt. Oder? Nur hier, okay. Kacke. Data Mining. Ich verstehe dieses Hacken gerade echt irgendwie überhaupt nicht. Also ich muss irgendwie hinkriegen. Okay. Ja, das. Nee, das ist Kacke. Das kann ich schon mal direkt vergessen. Das funktioniert nicht. Geht auch nicht. Hallo, mach jetzt. Irgendwie ist mir das ein bisschen zu kacke hier. Da. Wait a second. Also ich verstehe das so, ich muss die hier in einer Reihe. So. So, das geht aber nicht.
Okay. Ich hätte einfach ein bisschen mehr Geduld haben sollen. So, gut, geklappt. So, mit dem Hacking bin ich noch nicht so ganz d'accord. Also, das, da bin ich noch ganz unzufrieden mit, sage ich mal. So, jetzt machen wir die hier. Begib dich zum Kampf in Kabuki. Okay. Also, das Hacking ist... Ich bin da ein bisschen... Also, ich bin da echt zu blöd für, glaube ich. Ich finde die Stadt echt verdammt schön, Alter. Ich muss sagen, die Charakter... Also, es fühlt sich alles sehr, sehr gut detailliert an. Das ist so das, was ich echt liebe an den ganzen CD, also an CD Projekt Games. Das war bei The Witcher schon geil. Die ganzen Details, die ganzen Kleinigkeiten in den Maps. Das hat sich immer sehr gut angefühlt. Oder sehr richtig, sage ich mal. Willst du den Alltagsstress vergessen und auf ins Paradies? Polizeianleitung. Okay. Müsste aber weggehen, ne? Okay. Egal, wie ich das jetzt gerade... Gut, dann machen wir mal weiter. Nee. So, dann gehen wir mal zum Kampf in Kabuki, was auch immer das heißen soll. Oh, ich habe eine Maske. Die nehmen wir doch. So, ich habe schon wieder neue Schuhe. Ich habe immer noch die gleichen zwei Mützen. Ich habe neue Waffen. Zum einen eine neue DC Copperhead. Und zum anderen neue Pistolen. Dann nehme ich so lange noch die hier. Ich muss da irgendwie hoch. Oh, okay. Nicht springen. Das ist total dumm. Ich weiß doch, ich bin zum Kämpfen hier. Wer von euch ist mein Gegner? Ich. Zwei gegen einen? Bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also, sehe ich doppelt, oder was? Ich war mein Zwilling. Sieht man ja. Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch näher und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssyncs installiert. Und jetzt sind sie, ja, ich. Eine Person, zwei Körper.
Körper machen alles zusammen. Alles. Macht ihr wirklich alles zusammen? Sogar im Bett? Ich habe eine Freundin für beide Körper. Das wird Bett. Teile sie mir. Also, nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Montags bis Mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Vollidiot. Ihr zwei habt echt ein Problem. Nicht ihr zwei, nur ich. Und wo bleibt dein Sportsgeist? Komm wieder, wenn du genug Mumm hast. Gut, zur Kampfmission bin ich eher raus. Aufträge. Gut, dann machen wir die hier. Wer weiß, was hier auf dich wartet. Okay, mal gucken. Ich finde das über die Dächer springen tatsächlich ziemlich geil. Gut, da habe ich mir erstmal die Beine gebrochen. Gut. Dann laufen wir mal darüber. Es sind ja nur noch 100 Meter. Paul Gaming, hallo. Wie geht's? Hab von einer eindeutigen Cyberpsycho-Attacke gehört. Sogar Maxtech wurde informiert. Aber keiner ist aufgetaucht, weil Militech sich querstellt. Ich nehme an, der Psyche ist einer von ihnen. Würde auf Lieutenant Mower tippen. Wie auch immer, die Konzernerin sollte gleich in Behandlung. Also sorgt dafür, dass sie das Ganze überlebt. Okay. Oh fuck, ich wollte dir nicht in die Arme laufen. Ich mach mal alles dahin, was ich hab, ne? Ist sie jetzt tot, oder? Ich loot hier erstmal alles, ne? So, alles looten, alles looten. So.
Bis dann. Okay. Gut. So, wie schicke ich jetzt die Information?